Hi zusammen, mein Name ist Annika. Hi, und ich bin Timur und jetzt ist wieder Hairtime. Stell dir eine lebendige Farbe, gesünderes, extrem glänzendes und weiches Haar vor. Und das sind alles Eigenschaften, die uns mit Hilfe von einem innovativen neuen Produkt von Selective Professional möglich sind. The Pigments. Das ist ein neues Farbsystem. So sieht das Ganze aus. Das sind die direkt ziehenden Pigmente in flüssiger Form. Zur Auswahl haben wir 7 unterschiedliche Nuancen. Meistens sind das die grundlegenden Farben, die wir auch im Farbkreis finden können. Und einen speziellen Ton, ein Grauton. The Pigments sind aber nicht nur Farben. Genau, Timur. Die Pigments bieten uns außerdem noch 30% mehr Feuchtigkeit, 40% mehr Glanz und bis zu 100% längere Haltbarkeit. Natürlich hier immer die Ausgangsstruktur der Haare berücksichtigen. Das heißt, wenn die Farbe vorher 2 Wochen gehalten hat, ist es in Verbindung mit The Pigments möglich, diese Haltbarkeit auf bis zu 4 Wochen auszudehnen. Wir haben ganz tolle kreative Möglichkeiten, intensiv leuchtende Farben zu erstellen und ein sehr breit gefächertes Anwendungsgebiet. Das erste wäre die Möglichkeit, The Pigments mit unseren oxidativen Farben Reverso und auch Color Evo zu mischen. Die Mischungsverhältnisse variieren je nach Tontiefe. Im Tontiefenbereich von 1 bis 5 habe ich die Möglichkeit, auf 20 ml Farbe 1 ml The Pigments zu geben. Im Tontiefenbereich 6 bis 7 habe ich die Möglichkeit, auf 30 ml 1 ml The Pigments zu geben. Im Tontiefenbereich 8 habe ich die Möglichkeit, auf 50 ml 1 ml zu geben. Und im ganz hellen Bereich 9 bis 10 sollten wir auf 60 ml maximal 0,5 ml von den Pigments dazugeben. Es ist ganz praktisch zu dosieren, denn ihr habt an der Pipette auch Markierungen, die die Milliliter-Angaben dann bezeichnen. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Pigments quasi in den fertigen Farbbrei mit reingemischt werden. Also Farbe und Oxidant ist schon angerührt und kommen dann on top dazu. Mit The Pigments habt ihr die Möglichkeit, die Farbe einfach zu intensivieren, einen schöneren Schimmer zu erhalten. Vorteil ist aber, dass die Farbe an sich sich nicht verändert. Also die Farbrichtung bleibt sozusagen stabil. Und ihr könnt es euch vorstellen, wie wenn ihr bei Instagram einen Filter über die Bilder legt. So arbeiten die Pigments am Haar. Weitere tolle Möglichkeit ist, die Pigments mit Pflegeprodukten zusammenzumischen. Dafür empfehlen wir zum Beispiel bei OnCare mit Color Defense Serie zu arbeiten und bei Sublime mit Hemp Sublime und mit Pearl Sublime zu kombinieren. Im Fokus sind die Conditioners und Treatments. Das macht unsere Arbeit im Salonalltag noch flexibler, weil wir zum Beispiel nach einer Farbbehandlung ganz schnell unsere Farbe intensivieren können oder auch eine Farbkorrektur durchführen. Gegen Gelb arbeiten als Beispiel. Selbst auch wenn die Kundin zum Beispiel einen Termin nur zum Schneiden hat, kann ich das Ganze ohne großartigen Zeitaufwand als Dienstleistung nochmal durchführen. Das Mischungsverhältnis ist einfach zu merken. 20 ml Conditioner oder Treatment mit 1 ml Pigments. Das ist ein sogenanntes Standardmischungsverhältnis. Um noch stärkere oder leuchtendere Nuancen zu erstellen, können wir unser Mischungsverhältnis stark verändern. Zum Beispiel 1 zu 1, 1 zu 2 bis zu 1 zu 4. Außerdem können wir mit The Pigments eine Tonspülung anmischen. Das heißt, wir können es zum Beispiel auch zum Rückpigmentieren nutzen. Ich zeige das jetzt einmal. Auf 250 ml kommen 5 ml Pigments. Ich gebe jetzt hier einfach mal den Rotton dazu. Und man sieht ein sehr schönes, kräftiges, leuchtendes Pigment. Wenn man das jetzt verrührt und vermischt, kann man damit super die Haare vorpigmentieren. Geht total schnell. Wir können es im Haar drin lassen und anschließend die Haare einfach trocknen und unsere Zielfarbe auftragen. Schneller geht Rückpigmentieren wirklich nicht. Natürlich müssen wir hierbei immer das Untergrundpigment der Haarfarbe berücksichtigen, in der wir arbeiten möchten. Ihr wisst, im dunklen Bereich eher mit Rotpigment, im mittleren Farbbereich eher mit Orange und im sehr hellen Farbbereich eher mit einem Goldpigment. Und somit habt ihr alle Möglichkeiten, das Haar perfekt vorzupigmentieren, um dann einen sehr gleichmäßigen Farbton zu erzielen. Jetzt zeige ich euch, wie ihr The Pigments mit der Maske zusammenmischt. Ich habe mich jetzt hier für die Pearl-Maske entschieden. Und halte mich jetzt erstmal an das Standardmischungsverhältnis 20 zu 1 und nehme jetzt hier den Rotton, um nachher ein Rosé zu erhalten.
So, das wird jetzt zusammengerührt. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Ich habe mich jetzt entschieden, das aber nochmal etwas zu intensivieren und gebe deshalb nochmal 1 Milliliter mehr dazu. Hier wollen wir The Pigments im Einsatz als Tonspülung fürs Präpigmentieren zeigen. Dafür braucht ihr 250 ml Wasser mit 5 ml Pigments zusammenzumischen und auf das Handtuch trockene Haare zu geben. Hierfür haben wir den Ton Kupfer verwendet, da mein Wunschton auf der Tontiefe 6 liegt. Dann wird das Ganze trocken geföhnt und der Wunschton kann aufgetragen werden. Wir haben bewusst eine Hälfte präpigmentiert und eine Hälfte blond gelassen. Jetzt haben wir die Haare vorpigmentiert und mein Wunschton ist 623. Das ist ein Beige-Ton auf neutralen Basis. Mischen wir jetzt mit 3% zusammen, 1:1, und färben wir auf unterschiedlichen Ausgangstönen aus. Einmal auf vorpigmentierte Struktur und einmal auf blonde Struktur. Da sehen wir die Unterschiede in den Ergebnissen. Hier wollen wir zeigen, die Pigments in Kombination mit oxidativer Haarfarbe, in dem Fall mit Reverso, wie das Farbergebnis beeinflusst wird. Und zwar, wir nehmen uns als Basiston 734, das ist ein Goldton mit etwas Kupferanteil, und färben wir einmal den Pur mit 20 Volumen, also klassische Mischungsverhältnis. Einmal mixen wir das Ganze mit den Pigments in Gold und einmal mixen wir das Ganze mit den Pigments in Kupfer. Und als Endergebnis werden wir sehen, wie wir mit Hilfe von Pigments den Ton in eine oder andere Richtung bringen können. So, jetzt hier sehen wir auch schon in fertig angemischte Farbmasse die Unterschiede. Das ist jetzt zum Beispiel 734 ohne Pigments, das ist 734 mit Gold und das ist 734 mit Kupfer. Also legen wir los. We'll be right back.
jetzt sind wir fertig und zeigen euch die Ergebnisse. Nochmal zur Erinnerung, Pigments in Kombination mit oxidativer Haarfarbe. Dabei haben wir uns für Reverso Hair Color entschieden. Und das war unsere Ausgangsbasis. Ein Goldton zwischen Tontiefe 7 und 8 ungefähr. Den Ton, den wir ausgewählt haben, ist 734. Das ist ein Goldton mit leichten Kupfernuancierung. Einmal haben wir den pur ausgefärbt, hier im vorderen Bereich, und einmal mit Gold gleich daneben. Hier sehen wir ganz gut, dass wir den Ton mit den Pigments nur leicht intensivieren. Nur wenn wir den wirklich hin und her bewegen, können wir ganz, ganz leichte Unterschiede sehen. Aber der Ton an sich wird nicht verändert. Der bleibt auch 734. Um noch stärkere Unterschiede zu sehen, haben wir in unsere dritte Rezeptur Kupferpigments dazugenommen. Und jetzt kann man auch ganz gut sehen, bei Intensivieren mit Kupfer sehen wir schon deutlichere Unterschiede. Einmal hier mit dem Gold und einmal hier mit dem Kupfer. Und hier sehen wir jetzt das Ergebnis The Pigments in Kombination mit Pflege. Nochmal zur Erinnerung, ich habe mich für den Pearl Sublime Balm entschieden und mit dem roten Pigment gearbeitet. Jetzt ist hier wirklich ein super intensiver Pinkton, fast Neon, entstanden. Die Struktur fühlt sich toll an, das Haar ist sehr, sehr glänzend. Wenn man das Ganze natürlich etwas softer möchte, ist es dann auch möglich, den Ton noch mehr zu pastellisieren, indem man mehr Conditioner oder Pflege nimmt und etwas weniger Pigment. Und somit hat man dann auch noch mal Möglichkeiten, in ein sanfteres Rosé beispielsweise auch zu gehen. Okay, weiter geht es jetzt mit den zwei Tönen, die wir ausgefärbt haben, zum Thema Repigmentierung. Hier sehen wir jetzt einmal den Ton ohne Repigmentierung. Man sieht, er ist wirklich blass, sieht schon auch sehr matt aus, recht stumpf. Daneben haben wir repigmentiert. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, das ist eine super schnelle Geschichte. Also wir haben es wirklich nur aufgetragen und die Haare getrocknet und dann den Zielton auch aufgetragen. Und hier sieht man, finde ich, sehr, sehr schön den Unterschied, dass es ein viel satterer, ein viel ausgeglichenerer Farbton ist, der auch sicherlich deutlich länger halten wird und sich viel schöner herauswäscht als jetzt diese Variante. Und noch eine Möglichkeit, The Pigments einzusetzen als Tonspülung, aber diesmal zum Intensivieren. Dafür mischen wir 200 ml Wasser mit 15 bis 20 ml Pigments dazu. Ihr seht, nach Mischungsverhältnis haben wir auch ziemlich viel Pigment in der Mischung drin. Und hier sehen wir die Ergebnisse oder die Unterschiede in Kupfer zum Beispiel. Das war unsere Ausgangsbasis und ganz, ganz deutlich verstärktes Kupfer auch als Endergebnis. Hier sehen wir die Variante in Rot. Das war unsere Ausgangsbasis in Rot, also ausgeglichener Ton und hier ganz saaten, auch sehr kühlen Rotton. Und hier die Variante in Violett, auch ausgeglichenes Violett und hier ganz saates und dunkles Violett. Innerhalb von 5 Minuten könnt ihr auch so eine Dienstleistung bei euch im Salon anbieten. Wie ihr sehen konntet, sind die Pigments wirklich super vielfältig einsetzbar im Salon, ob es jetzt in oxidativer Farbe, in der Anwendung in Kombination mit Pflege oder auch als Tonspülung ist. Wirklich ganz viele kreative Möglichkeiten und ein absolutes Must-Have für den Salon. Wir hoffen, das Video hilft euch, das wunderbare Produkt auch im Salonalltag umzusetzen. Falls es doch noch Fragen gibt, dann wendet euch an euren Außendienstmitarbeiter oder Selektiv Area Manager. Und wir sehen uns beim nächsten Hairtime Video. Bleibt gesund. Bis dann. Falls ihr noch Fragen habt, dann habt ihr die einfach fertig. Oder auch in Tonspülung zur Repigmentierung eine super... Wie ihr sehen konntet, sind die Pigments wirklich super vielfältig einsetzbar.